Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir sind sehr weit, wir haben nur noch eine einzige Sache zu erledigen, bevor wir uns wahrscheinlich dem großen Finale stellen. Wir müssen Eldric befreien und wir vermuten, dass er hier drin ist, deswegen gehen wir einfach mal runter. Dungeon. Dungeon? Dungeon? Da unten ist auf jeden Fall Eldric. Und da hinten ist ein Golem, der immun ist gegen meinen Blitz. Deswegen möchte ich... Ich werde wahrscheinlich nichts mehr skillen können. Ich werde nicht alle Attribute auf maximal skillen. Dafür wird es nicht mehr reichen. Flammenfaust tue ich mal auf den hier. So, Skelett. Das ging schnell. Da geht's nicht weiter. Alles ziemlich linear hier. Upsala. Natürlich. Komm, noch ein drittes Mal und jetzt stirb. So. Trinkhorn. Büste. Büste. So. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. So, hast du Skelett? Alles klar, dann darf ich auch mal, ne? So geht das nämlich. So, ich bin zu tanky. Da wird's lang gehen, aber ich schaue erstmal, was hier ist. Ein Teleporterstein. Wobei ich hier unten keinen Teleporter vermute, weil wir sind irgendwie unterirdisch. Also geht's runter. Wow, mach die Schaden. Ja, leck mich am Arsch, macht die Schaden. Huh! Wow. Ich trunk Golem two-hitten. Really? ich schau jetzt erstmal, was da hinten ist. Da hängt was. Das ist der Kerzenleuchter. Achso, da ist der Ausgang wahrscheinlich. Okay, dann würde ich sagen, tun wir Eldric mal befreien. Der hier bei ganz schön viel Kristallen gefangen ist. Da ist eine Kiste. Da haben wir drin nichts Relevantes. So, hey Eldric. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Danke für die Hilfe. Keine Ursache. Wie weit sind deine Vorbereitungen? Abgeschlossen. Wofür? Du bist doch nicht den weiten Weg hierher gekommen, nur um einen alten Mann zu retten, oder? Du willst Nekrolot aufhalten. Ja, wenn ich es kann. Das kannst du, mein Freund. Du brauchst nur deine alte Stärke wieder. Du hast so viel schon gelernt und überstanden. Du bist deinem Ziel schon sehr nah. Ich habe deinen Geist irgendwo in der Mitte dieser Insel gesehen. Geh und vereinige dich mit ihm. Gemeinsam habt ihr eine Chance, unseren Feind zu bezwingen. Was wirst du tun? Ich helfe dir am meisten, wenn ich die anderen im Kampf gegen die Schatten unterstütze. Nein. Die dunklen Krieger haben ihre Mission fast vollendet. Nein. Wohlan denn. Wir sehen uns, wenn du Nekrolot erledigt hast, mein Freund. Nein, du hilfst nicht am meisten, wenn du den anderen hilfst. Am meisten hilfst du, wenn du mir hilfst, weil es sind alle Gegner im Spiel tot. Alle Gegner im Spiel sind tot. Schauen wir mal, was jetzt passiert, wenn ich hier rausgehe. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme bei dem Strand raus. Ja, genau. Ja, genau. Hier dachte ich, dass ich rauskomme, wo ich vorhin schon an der Wand gesprungen bin. Okay, Logbuch. Befreie die großen Zauberer. Ah ja, da muss ich zu meinem Geist zurück. Habe ich sonst noch Aufgaben? Nee. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, spielen wir mal das Spiel durch. Spielen wir mal das Spiel durch, würde ich sagen. Jetzt gehen wir hoch zu meinem eigenen Geist und, schauen wir mal, was der zu sagen hat. Ach ja, Bones muss sowieso draußen bleiben. Ich wollte ihn nämlich gerade, zurückschicken, aber der wartet ja sowieso draußen. So, schauen wir mal, ob er noch uns was entgegenstellen kann oder ob er jetzt endlich befriedigt ist mit dem ganzen Scheiß.
Weil ich habe jetzt schon so viel getan. Und, ja, also sollte jetzt nichts mehr im Weg stehen. Puh. Finale. Geist, komm her. Gut, ich bleib hier. Ja, bei uns warte erstmal. Die drei Zauberer sind frei. Du hast es geschafft? War nicht leicht. Aber, ja, das wird Nekrolot schwächen. Doch ich fürchte, dass es zu spät ist. Seine Manifestation hat bereits begonnen. Wenn er einmal zum Titan geworden ist, können wir ihn nicht mehr aufhalten. Wir müssen uns vereinigen, schnell. Du weißt schon, dass es unser beider Ende bedeuten kann? Jetzt oder nie. Mach schon. Okay. Ich werde versuchen, Nekrolots Bannzauber zu brechen. Los geht's. Entweder sind wir gleich beide weg, oder... Also... Wow. Sehr scharf. Die Animation von dir. Sehr schön. So ist das doch schon viel besser. Hey, ich wusste ja gar nicht, dass... Die Erinnerung kommt zurück. Interessant. So. Und jetzt habe ich ein Treffen mit einer Kreatur der Unterwelt. Cool. Hat bei uns noch was zu sagen? In Ordnung. Nein. Gut, ich bleib hier. Gut, meine Freunde. Wir haben uns mit unserem Geist vereinigt. Meine Erinnerungen sind zurück. Ich bin 100% menschlich. Ich bin General. Ich habe alles erledigt, was man erledigen kann. Let's do this. Der Hort des Bösen. Ja, ich brauche jetzt noch so unbedingt Erfahrungspunkte. Ah, da ist er ja. Was ist das? Wie konntest du meine Barrieren überwinden? Ich schätze, ich hatte Glück. Du hast die Zauberer aus ihrer Folterzange befreit. Yep. Ein cleverer Schachzug von dir. Das muss ich dir lassen. Doch leider wird euch das nichts mehr nützen. Ich bin bereit für meine Manifestation. Du kommst gerade recht, um meiner Fleischwerdung beizuwohnen, kleiner Mensch. Das wollen wir doch lieber lassen. Immer noch Widerstand? Pah! Ihr kleinen Menschen wisst gar nicht, was euch erwartet. Es wird eine Befreiung sein. Die Befreiung von eurer mickrigen Existenz. Durch mich werden alle Menschen zu etwas Größerem, etwas Mächtigerem. Mein Werk, mein Reich! Schluss damit. Ich mach deinen kleinen Laden hier jetzt zu. Du kleiner Wicht wirst nun lernen, was Demut ist. Kannst du eine Sprüche klopfen oder hast du auch was drauf? Ah ja. Ich lebe aber noch. Oh, er ist Manifestation. So, dann treibe ich mal das Leben aus dir aus. Ah, bist ein ganz hübscher Kerl. Okay, ich würde sagen... Ah, nein! Gib mir mein... Du Penner! Nicht schon wieder. Das lässt du mal schön bleiben, du Lappen. Solange du Nekrolot deinen Körper aussaugt, verlierst du Lebensenergie. Sorge dafür, dass du ihn unterbrichst. Aha. Ah, ich würde sagen, wir machen hier mal ein bisschen AOE-Action. So, also wir sind hier, wie es aussieht, im... Ah ja, mein Geist ist immun. So. Ja, ist das jetzt wirklich der Endboss, wenn der jetzt kein Leben mehr hat? Ah ja, okay. So. Ja, komm her. Na komm. Gibt's ja auch eine Karte? Kann man hier vielleicht erkunden? Hey, da ist noch ein Kristallportal. Kann ich das schließen? Hm.
Wie es aussieht, nicht. Aha. Wie viel Leben verliere ich denn, wenn er das macht? Aha. Ja, nicht besonders viel. Das macht aber nicht viel Schaden hier. Naja, okay, dann würde ich sagen, haben wir genug gespielt. Also er ist im Grunde wie ein Titan, nicht Titanlord, sondern wie ein Schattenlord. Ja, jetzt machst du mal ein bisschen Schaden. Das ist doch mal gar nicht so schlecht. Ja, ich könnte auch ausweichen, aber... Ja, okay, weichen wir mal aus. Nachher müssen wir noch einen Heiltrank benutzen. Das wäre kacke. Ein Necrolord hat sich mit deinem Körper wegteleportiert und beginnt ihn auszusaugen. Finde ihn, bevor er sein Werk vollenden kann. Verwende die Schattenportale, um dich zu teleportieren. Heile dich, indem du durch das heilige Licht läufst, das Mitte des Raumes. Ah ja, was haben wir denn hier? Ein Seelenfresser? Ah ja. Ja, der macht jetzt permanent Schaden an mir, aber... Ich habe zu viel Leben. Na, nerv mich nicht. Hey, ich habe ihn gefunden. Todestitan. So, was haben wir denn hier? Höllenhund. Meine Freunde, das finde ich nicht lustig. So. Todestitan, du lässt mal schön meinen Körper in Ruhe. Ich möchte mich nicht heilen im letzten Kampf. Das werde ich ohne schaffen. Ja. Dann würde ich sagen, war's das ja, oder würde ich... Ja, das soll's gewesen sein. Der leibhaftige Tod. Oh ja. Hat er noch was drauf? Nee, er hat verfehlt. Ihr Mist. Schnell, zack. Ich leg mich wieder hin. Hey, kann ich seine Waffe aufheben? Ich will seine Waffe. Ja, ich will sie... So, jetzt ist er wütend. Jetzt ist Schluss. Wow. Okay. Ja, er kriegt keine Luft mehr, ne? Okay. Das war's doch noch nicht, oder? Da kommt doch bestimmt noch was. Hihi. You are dead. Machst du das Portal noch zu? Nee. Dann... Aha. Patty. Okay. Wir haben es durchgespielt, schätze ich mal. Schätze mal, wir werden jetzt irgendwie noch eine kleine Outro-Sequenz haben und dann werden die Credits kommen. Ja, Credits. Ah. Okay, wir haben Risen 3 durchgespielt. Schön, ne? Wollt ihr jetzt echt ein Fazit von mir hören? Produktmanagement wie ein Pankratz, du kleiner Lappen. Also mein Fazit zu dem Spiel, ihr könnt es euch vorstellen. Wie drücke ich das jetzt möglichst aus, ohne dass ich das Spiel richtig schlecht mache? Also, es hat mir größtenteils gefallen. Größtenteils hat mich das Spiel schon gefesselt, muss ich sagen. Hat mir an einigen Stellen Spaß gemacht. Die Welt ist wirklich sehr schön, bis auf dieses Baum... Diese Welt hat mir jetzt nichts... Also, dieser Bereich hat mir nicht so gefallen, dass man durch Baumstämme läuft. Das ist irgendwie... Naja, keine Ahnung, zu Fantasy-mäßig irgendwie. Aber ansonsten, nee, es hat mir im Großen und Ganzen gut gefallen.
Im Großen und Ganzen hat es mir gut gefallen. Aber es waren so viele Schnitzer dabei, die nicht so der Burner waren. Sie haben ja gesagt, sie möchten mehr Back to the Gothic 1, Gothic 2, Risen 1 zu diesem Schema. Und deswegen dachte ich mir, oh geil, jetzt kommt wieder endlich ein richtig geiles Piranha-Bytes-Spiel. Aber da, wenn man sich darauf freut und darauf einstellt, dann wird man eigentlich enttäuscht, weil es ist eigentlich nur ein verbessertes Risen 2 und Risen 2 fand ich ja gar nicht gut. Wie gesagt, größtenteils fand ich die Welt auch richtig schön. Die letzte Insel war total scheiße, ehrlich gesagt. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. War stinklangweilig. Dann hier, wenn ich diese Stelle sehe, ich finde es auch blöd, dass man in der Luft eine Invisible Wall hat, wo man nicht durch, wo man nicht durchfliegen kann. Da hätte man, dann muss man das Spiel halt so vorsehen, dass man rüberfliegen kann. Was ist denn so schlimm, wenn man da rüberfliegen kann? Das ist doch auch nichts dabei. Dann erledigt man halt was vorher, was man erst später erledigen sollte. So ist das. Muss man halt das Spiel so gestalten, dass es kein Problem ist. Ja, es war generell, gefällt mir in dem Spiel nicht das Skillsystem. Die Gegner haben mir nicht gefallen, die waren viel zu einfach. Der Endboss. Meine Freunde, der Endboss. Oh. Der Endboss war viel zu einfach. Ich habe mich noch nicht mal geheilt. Nein, der Endboss war wirklich ganz, ganz einfach. Und das Ende war jetzt auch nicht wirklich so. Ja, so der Oberburner. Was ich jetzt sage, geil. Keine Ahnung. Das war irgendwie. Storytechnisch ist es auch recht schnell erklärt. Du verlierst deine Seele, versuchst sie wiederzubekommen. Und tötest am Schluss den Titan der Schatten, der dafür verantwortlich ist, dass du die verloren hast und alles geplant hat. Also, ja. War recht übersichtlich von der Story her. Aber die Inseln, die neuen Inseln vor allem, haben mir gut gefallen. Kalador, Taranis und Kila waren schöne Inseln. Kila am wenigsten. Aber die zwei anderen haben mir richtig gut gefallen. Ich fand auch die Nebelinsel nicht schlecht. Und die alten Inseln, Takarigua und so, naja, wann ist auch okay. Also es hat im Großen und Ganzen war es nicht schlecht, aber wenn man sich auf ein richtig heftiges, ultra geiles Spiel freut von Piranha Bytes, dann, ich weiß nicht, dann ist das hier. Es ist auch so eine Sache, das mit dem Skillen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier alles maximal skillen kann, was man kann. Ich habe mich blöd angestellt. Ich habe einige Tränke genommen, wie zum Beispiel Fingerfertigkeit und Magie. Habe ich viel zu viel Tränke genommen und bin weit übers Max-Cap eigentlich raus und deswegen haben die Tränke gar nichts mehr bewirkt. Naja. Also man konnte zu viel skillen, man war am Schluss viel zu mächtig. Viel, viel, viel zu mächtig. Das war nicht mehr schön, wie mächtig man am Schluss war. Ja, und ich weiß nicht, ob ich die Credits jetzt noch durchlaufen lassen soll. Ja, ich lasse sie mal durchlaufen. Ja, was ich richtig, richtig, richtig gut fand, waren die Anspielungen auf vergangene Teile. Oder wie zum Beispiel die zwei Sachen, die ich reingeschnitten habe. Vor allem einmal hier das von der Redaktion, der Dialog unter den Kadetten. Und einmal das mit der Hütte. Lauft nicht doch bei der Hütte! Das ist natürlich sehr schön. Und ja, was soll ich noch großartig dazu sagen? Wiederspielwert weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie groß sich die Story wirklich ändert, wenn man sich jetzt einen anderen Dingsbums anschließt. Eine andere Gilde anschließt oder Vereinigung oder wie heißt es? Gemeinschaft. Gemeinschaft hieß es ja. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man sich einer anderen Gemeinschaft anschließt, ob das jetzt so viel ausmacht oder ob das ziemlich gleich ist. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also es war schön, es war teilweise schön zu spielen, aber im Großen und Ganzen muss ich es sagen, bin ich leider vom Spiel absolut enttäuscht, weil man eben die Erwartungen mit dem, was Piranha Bytes eben gesagt hat, hochgeschraubt hat.
Und diese Erwartungen wurden in keinster Weise erfüllt. Deswegen bin ich eigentlich vom Spiel enttäuscht. Ich bin eigentlich mehr von den Publishern selber enttäuscht. Ich hätte mir vorher nicht irgendwie Werbung oder so anschauen dürfen. Ich hätte einfach nur, oh, es ist Resident 3 da, ich kauf's mal und schau, wie es ist. Dann wäre es wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen, als wie, wenn man sich auf ein richtig geiles Gothic 1, 2 oder Risen 1 freut. Also ich glaube, der Wiederspielwert des Spiels ist für mich eher gering. Ich glaube, bevor ich das Spiel nochmal spielen sollte, werde ich lieber zum 10. Mal Gothic 1 oder Gothic 2 oder Risen 1 durchspielen. Tut mir leid, dass ich diese Spiele so oft erwähne, aber es sind einfach richtig geile Spiele. Und Risen 1, habe ich auch Let's Played, genauso wie Gothic 2, das war mein allererstes Let's Play. Da war die Soundqualität richtig scheiße. Und ich weiß nicht, wie ich es mit dem Hochladen mache, aber ich werde natürlich Gothic 1 auch Let's Playen. Jetzt ist es nur so, dass dieses Spiel hier 160 Parts lang ist und ich ja abwechselnd nur hochlade. Das heißt, es könnte jetzt wahrscheinlich noch ein Jährchen dauern, von diesem Zeitpunkt bis der letzte Part hochgeladen ist. Also nicht für euch, aber für mich. Deswegen weiß ich nicht, wie es dann ist, ob ich dann Gothic 1 schon angefangen habe. Aber wenn nicht, dann könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen, dass ich Gothic 1 auch spielen werde. Und da werde ich nicht aus dem Schwärmen rauskommen. Nein, nein, bei Gothic 1 werde ich nicht aus den Schwärmen rauskommen. Da werde ich über alles, werde ich schwärmen, über jede Einzelheit. Ja, ich glaube, Gothic 1 ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Genauso wie Gothic 2, die sind einfach gigantisch. Risen 1 hat mir auch noch so gut gefallen. Es war schon ein bisschen anders, aber es war immer noch unheimlich geil. Von der Story war Risen 1 sogar besser als Gothic 2, würde ich mal sagen. Gothic 2 hat nämlich dasselbe Problem gehabt wie, wie die meisten Spiele, du bist der Held. Meistens ist es leider so, dass du zu heldinisiert wirst, sage ich jetzt mal, falls das ein richtiges Wort ist. Das ist was an Spielen halt ein bisschen blöd rüberkommt. Und jetzt haben wir uns mal ehrlich an die Leute, die Gothic 1 gespielt haben. Tolles Fazit von Risen 3, gell? Ich rede die ganze Zeit über andere Spiele. Die Gothic 1 gespielt haben, die sollten ja wissen, du kommst am Anfang irgendwie in die Barriere, du bist kein Held oder sowas. Ich meine, du bist der Spieler und weißt eigentlich, dass du der Held bist, aber es wird dir im Spiel nicht irgendwie gesagt, oh, du musst doch den legendären Überboss töten, damit die Welt befreit ist. Nee, ich glaube, das kommt in Gothic 1 erst im vierten oder fünften Kapitel von 6 Kapiteln oder so, kommt uns so erst so langsam. Du bist eigentlich nur der Typ, der sich um irgendwas kümmert. Du wirst in diese Barriere geschmissen und keine Ahnung. Und ich spoiler gerade total Gothic 1. Egal. Auf jeden Fall wirst du in die Barriere geschmissen. Weißt nicht, was du tun sollst. Und sagst zu allen gleich, hey, wie kommt man hier wieder weg? Wie, du wegkommen? Du bist gleich mal angekommen. Hier gibt's kein Entkommen. Und man weiß eigentlich gar nicht, was das Ziel ist. Ich meine, die Motivation des Spielers ist natürlich, aus der Barriere rauszukommen, aber man weiß ja gar nicht, ob das überhaupt geht, und das ist bei Gothic 1 richtig geil gemacht. Du weißt aber bei Risen 1 von Anfang an, Risen 3 von Anfang an, hast deine Seele verloren, also nicht von Anfang an, aber nach dem Intro halt, du hast die Seele verloren und du willst sie wiederhaben. Das weiß man von Anfang an. Und man geht auch davon aus, dass man sie bekommt. Bei Risen 1 war es auch so, da bist du einfach auch auf der Insel gelandet. Da dachtest du aber, da hatte man vielleicht, wenn man Schlüsse zu Gothic 1 zieht, sagen können, ja, ich will wieder weg von dieser Insel, aber es war ja gar nicht so. Du warst auf dieser Insel das ganze Spiel über und hast halt nur versucht, so deines Weges zu gehen, aber du weißt auch gar nicht, was die Aufgabe war. Die Götter haben die Welt verlassen und fertig, das war so die Aufgabe. Und dann kam halt diese Tempel aus dem Boden, wo die Echsenmenschen waren und so alles. Und die Echsenmenschen finde ich auch schade, dass dieses Schema komplett fallen gelassen worden ist. Dass es eigentlich gar keine Echsenmenschen gibt, weil das hat eigentlich, das ist eigentlich schon ein bisschen so ein Storybruch in Risen 2 und 3, dass die gar nicht mehr vorkommen. Also, gibt auch keine Erklärung im Spiel, warum das so ist. Vielleicht gab es die nur auf der Insel, okay, aber naja. Okay, da steht jetzt Risen 3 Titan Lords. Da wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr großartig passieren. Und ich dachte, da kommt noch irgendwie was extrem Fettes oder so. Gut, wir haben es durchgespielt. Ihr habt mein Fazit gehört. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das Let's Play gefallen hat. Dass ich euch einigermaßen unterhalten konnte. Und euch, ja, ein bisschen das Spiel nahebringen konnte. Vielleicht möchte ja der ein oder andere jetzt spielen. Vielleicht sagt der ein oder andere, nee, da hat der Blackie recht. Ich probiere lieber die alten Spiele aus.
Ja, also an die Leute, die die alten Spiele nicht gespielt haben, tut euch selber einen Gefallen und spielt die alten Spiele. So sieht's aus. Spielt Gothic 1 und Gothic 2 und Risen 3. Naja, ihr habt ja gesehen, wie Risen 3 ist. Wem das gefallen hat, der kann es auch gerne spielen. So, ich möchte auch gar nicht mehr lange dahin labern. Das war's. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns in einem der nächsten Projekte. Hoffentlich. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky.